Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es gibt ein neues Gianna Sisters Spiel. Das nennt sich Gianna Sisters Demo. So, ich starte hinein. Top Spiele. Gianna Sisters 30s. Und starte ganz klassisch mit dem Ladebefehl. Auch das ist möglich mit The C64. Zum 30. Geburtstag gibt es ein neues Gianna Sisters Spiel als Demo. Ja, das Intro wie immer Weltklasse. Gleiche Musik, Text ein wenig verändert, da 30. als Demo. So, und hiermit herzlich willkommen zu Gianna Sisters Demo anlässlich ihres 30. Geburtstages. Gibt es eine neue Version? Noch ist sie nur als Demo verfügbar. Aber auch das Demo schockt sie schon. Man sind doch einige Levels, die man spielen kann. Ich glaube 6, 7, 8 oder irgendwie so etwas war das. Und die können wir schon mal genießen. Ups. So, ich werde am Anfang erstmal so viele Diamante wie möglich einsammeln. Damit ich so viele Leben bekomme, wie es nur irgendwie möglich ist. Schon über 50 Diamanten. Perfekt. Ja, komm, komm, zack. Erledigt. Ja, komm, du auch zu mir. Ja, komm. Hab's gehabt, würde ich sagen. Na, gehst du wohl hoch? Gianna. Gianna, willst du ein bisschen ärgern? Nur die Zeit sieht gut aus. 40 Sekunden. Ach, kein Problem. Damit wäre Level 1 erledigt. So, raus mit dir. So, neuer Versuch. Hier bin ich ja gerade hoffnungslos. Habe ich hier versagt. Ups, knapp. Den habe ich jetzt nochmal neu gespielt. Und ein wenig gescheatet. So, jetzt aber. Da haben wir schon mal das erste extra Leben. Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzuspringen. Das geht, das weiß ich. Und dementsprechend so viele Diamanten wie möglich einzusammeln. 80 haben wir schon. Oh, noch 37 Sekunden. Ich sollte mich mal so langsam so ein bisschen beeilen. Oh, den Bäcker nehme ich auch mit. Zack. Naja. 20 Sekunden, das geht ja noch. Ein bisschen Nachteil, wenn man so, zack, habt ihr es gehört? Ein extra Leben. Und das kann man auf jeden Fall hier gebrauchen. Und die Bombe, jawoll. Ist mir fast drauf eingefallen. So. Zack, jawohl. Kann ich gerade sagen. Wenn man natürlich alle Diamanten einsammeln möchte, dann kann natürlich passieren, dass man nicht genug Zeit hat, das Level abzuschließen. An dem Boom habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ein Tröpfchen, damit ich durchs Wasser laufen kann. Durch Feuer laufen kann. Jawohl! Auf
auch das Level habe ich heile jetzt geschafft. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie beim ersten Mal geschafft. Oh, Lolli, juhu. Noch ein extra Leben, ne? Ach, der Lolli ist ein extra Leben, ne? Hab ich einfach vertan. Ah nein, da hat sich den Kopf gestoßen. Das war doch eigentlich noch ein relativ einfacher Jump. Ah, diesen hasse ich hier. Diesen hasse ich hier. Ah. Und den mag ich auch nicht so gerne. Nein! Jetzt aber. So. Jawohl. Ja, ich bin hier hochkonzentriert. Keine Frage. Ja. Oh, knapp, ne? Ich höre es wieder mal. Ah! Oh, den mag ich auch nicht so gerne. Spinne! Meine ich sogar zwei Spinnen? Also für meine Verhältnisse habe ich das eigentlich relativ gut geschafft hier. Ja, Thema erledigt. Habe ich noch Blitze? Nee, Blitze habe ich noch nicht. Oh! Immer so Herzinfarktsprünge hier. Na, warum springe ich nicht hoch? Warum springe ich nicht hoch? Ah, das lebt heute so schön rein. So. Concentration. Jawohl, das Leben haben wir noch. Vier Stück. Ja, machen wir das Beste raus, ne? Oh, ein Wurm, ein Wurm. Ein Lerchi-Wurm. Und, oh. Noch ein Wurm. Irgendwo war doch hier noch ein Item. Ach, hier. Ah, hab ich nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Ja, vorbeigesprungen. Ah, noch ein Wurm, noch ein Wurm. Ja. Ah. Nochmal. Jetzt kommt er zurück. Jetzt kommt er zurück. Ja, das war natürlich ein bisschen unorthodox. Tja, und jetzt? Ah, da ist schon Ausgang. 10 Sekunden. Oh, da war schon am Blinken gewesen. Ja, der war auch nicht so ganz ohne. Ja, diesmal funktioniert mein Trick hier. Oh. Ah! Ja, ohne Blitze ist das natürlich schlecht hier, das Ganze. Drei Leben. Das bedeutet, ich werde mit Sicherheit nicht alle Level schaffen. Oh, genau. Ein böser Fisch. Im Runterschwimmen. Komm. Muss auch, dass man nicht zu tief schwimmt. Dann geht nämlich gute Lara. Ach, die gute Lara war schon. Ich bin in die Tomb Raider. Die Gianna nämlich unter. Ah, was ist passiert? Ach, jetzt werde ich auch noch verfolgt. Puh. Ja, hier muss man
ne? Zertrümmern. Was auch cool ist, kann man so hochschubsen. Klasse, ne? So, dann wollen wir eine Runde hier hüpfen und schweben. Aber kann schießen. Das ist echt witzig gemacht hier. Ah. Uiuiuiui. Also Könner können auch hier so um die Ecke springen. Uiuiuiui. Tja, ich glaube, man kann sogar einmal hier ganz rüber springen. So. Die knappen Geräte hier. Nein! Ah, Versprung mit Ansage. Ja, so wollte ich eigentlich springen, aber naja, gut. Hat nie so ganz funktioniert, ne? Ich glaub, den kann man bekommen. Ja, genau. Oh, der wird auch noch mal schwierig. Da habe ich auch gesucht. Und da muss man irgendwie cool bleiben. Da war ich zu cool. Ja, jetzt schaffe ich den Sprung, ne? Und bin gerade nicht geschafft. Ah, was habe ich getan? Oh, nur noch ein Leben. Ja, so schnell geht das. Der war knapp. So schnell sind die Leben dahin. Komm, Lara. Wenigstens noch einmal hier das Level beenden. Ah, nimm du! Oh. Ein bisschen näher. Nee. Da weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ich hatte Spaß auf jeden Fall mit Tom Breiders 30. Geburtstag. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich in dem Sinne und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!